bist du erstmal da, du willst eine Substanz analysieren lassen. Genau, Kokain, nehmen wir mal. Egal ob Kokain, Ketamin, MDMA, das kann man alles im Drogeninformationszentrum hier testen lassen. Wir begleiten jetzt eine Person, die all das Zeug testen lässt und schauen, wie das Ganze funktioniert. Ja, der grösste Vorteil ist sicher, dass man Zugang bekommt zu einer Gruppe von Menschen, die schwierig zu erreichen sind. Sie machen etwas Illegales, Drogenkonsum, Besitz. Ja, wir treffen die Konsumentinnen und Konsumenten zu einem Zeitpunkt, wo sie sich schon für einen Konsum entschieden haben. Sie konsumieren nicht, weil es ein Angebot gibt, sondern sie haben sich schon vorher, sie haben sich die Substanzen beschafft, sie haben die Absicht, die Substanz zu konsumieren. Und was wir noch machen, ist ihnen Tipps mit auf den Weg geben, sie dabei zu unterstützen, dass sie den Konsum möglichst risikoarm machen können. Wir können nicht garantieren, dass die Polizei keine Kontrolle vor dem Haus macht. Die Polizei ist natürlich auch klar, dass unser Angebot davon lebt, dass für die Konsumierenden gewisse Diskretion und Anonymität vorhanden ist. Du bist zuerst mal da, du willst eine Substanz analysieren lassen. Genau, also mehrere eigentlich. Kokain und MDMA. Genau, also das ganze Angebot ist kostenlos und ist anonym. Das ist sicher wichtig für dich zu wissen. Du hast die Möglichkeit, am Freitag das Resultat oder die Resultate entweder per Mail schriftlich abzurufen oder per Telefon. Du hast das gekauft als Ecstasy mit dem Wirkstoff MDMA, hast du gesagt, wo du das gekauft hast, oder? Genau. 170 mg MDMA sollte in dieser Tablette drin sein. Ist das Logo von dieser Ecstasy-Tablette bekannt? Also es ist ein Epiri. Du hast die Tablette privat gekauft, über das Internet, über eine Party. Also ich habe sie von einem Kollegen und er hat sie vom Internet gekauft. Man vermutet, dass es Koks ist. Es ist gefunden worden. Ist es Pulver oder ist es eine kristalline Grabe oder eine Pille? Was? Das ist ein Pulver. Und konsumiert, nehme ich an, hast du nicht davon? Nein. Pulver, wo du nicht weißt, was das wäre sehr riskant. Genau, da braucht es wirklich Knöpfe, wenn auch zwei Serie. Hallo, das ist Lea von Watson. Hallo, Lea, das ist die Michelle. Wir haben ja die Tests gemacht mit dieser Person. Genau. Jetzt bin ich gespannt, was dabei rausgekommen ist. Die Person ja MDMA-Pillen abgegeben. 170 mg MDMA sollte in der Tablette drin sein? Dort war 190,8 mg MDMA drin. Okay. Das ist ein bisschen über dem Durchschnitt. Dort hat es auch eine Warnung gegeben. Das ist genau die, die wir getestet haben. Und da steht Vorsicht, hochdosierte Ecstasy-Tablette MDMA 190,8 mg. Dann kommen wir jetzt zu der zweiten Probe, oder? Der Unbekannten. Dort haben wir im Labor Kokain nachgewiesen. Ja. Mit dieser Probe 69,3%. Leider war die Probe auch noch gestreckt mit Levamisol. 20,4%. Levamisol ist das häufigste Streckmittel, das in der Kokainprobe vorkommt. Das Levamisol ist ein Entwurmungsmittel, das in der Tiermedizin früher eingesetzt wurde. Und was heisst das jetzt konkret für die Probe? Natürlich aus bestandsmindernder Sicht heisst das sicher nicht konsumieren. Wenn die Möglichkeit besteht, zurückgeben zum Dealer, zur Dealerin oder einfach wegschiessen. Und was ist eigentlich deine Meinung zum Drug-Checking? Schreib es uns doch in die Kommentare.